Kapitel 3, Dienstag, 3. Mai 2011, 6.47 Uhr. Die Vorbereitungen waren ihm extrem wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die Durchführung selbst. Nicht nur, weil schon beim geringsten Fehler alles für die Katz sein könnte, sondern auch des Gefühls wegen. Bereits bei den Vorbereitungen begann es angenehm in ihm zu kribbeln. Das hielt dann an, manchmal Tage, bis es schließlich geschafft war. Aktion gelungen. Dieses Gefühl nahm wie eine Droge einen Platz in seinem Körper ein, wurde immer mächtiger und beherrschte ihn und sein ganzes Tun. Über die Zeit hinweg brauchte er eine immer stärkere Dosis von diesem Gefühl, um in seinen Rauschzustand zu verfallen. So hatte er nun für seinen dritten Fall gelernt, die Vorbereitung zu verfeinern, sie hinauszuzögern und Vollkonzentration zu erleben. Der Akt selbst war natürlich die Krönung. Doch auch das Beobachten, Sondieren und Taktieren danach brachte ihm Befriedigung. Es war die Genugtuung, wie man sie nach einem vorzüglichen Essen verspürt. Wie früher in der Schule, nach dem Aushändigen der Zeugnisse, wenn er wieder seine Einsen eingeheimst hatte und die Lehrer ihm mit schiefem Lächeln gratulierten, obwohl sie ihn im Grunde nicht mochten. Ihn insgeheim Streber nannten, aber doch nichts gegen seinen Geist, seine Beharrlichkeit ausrichten konnten und gegen ihren Willen machen mussten, was er ihnen aufdrängte. Während dieses Prozesses kam Meisters Fieber. Es setzte langsam ein, war nicht mehr als erhöhte Temperatur, die sich erst dann bis zu ihrem Gipfel steigerte, wenn wirklich alles vorbei war, erledigt, und wenn er wusste, er hatte mal wieder alle getäuscht. Er erklärte sich das Fieber selbst so, dass er durch die Kontaktaufnahme mit seinen Opfern den ganzen Dreck auf sich lud und am Ende mit dem Fieber wieder ausschwitzte. Darum war es ihm auch lieb. Es machte ihn auf ganz natürliche Weise wieder rein. Sorgsam packte er sein Material in eine Leinentasche, streifte sich die neuen ledernen Autofahrerhandschuhe über, nahm die Schlüssel vom Brett, verließ seine Wohnung, die er zweimal abschloss, und ging langsam die Treppenstufen hinunter. Er hatte keine Eile. Er plante immer ausreichend Zeit ein, denn nichts störte die Konzentration mehr als Abhetzerei. Das vorbereitete Auto stand nur eine Straße weiter. Nachdem er eingestiegen war und den Motor gestartet hatte, begann er seine ganz persönliche Hymne zu pfeifen. »We are the Champions« von Queen. Sie stand bereits an der Ecke und wartete, so wie jeden Tag, ausgenommen am Wochenende. Das gehörte ihrer Familie, den zwei kleinen Kindern und dem Ehemann. Sie war keine Schönheit, bei Weitem nicht, aber sie hatte dieses gewisse Etwas um ihren Mund herum, das es ihr einfach machte, andere Menschen für sich einzunehmen, besonders Männer. So viel wusste er, und er wusste auch, wie weit sie dabei ging. Was den Ausschlag für sie gegeben hatte, sozusagen den Funken überspringen ließ, war ihre Dreistigkeit. Sie scherte sich nicht um andere, sondern vollzog ihren Lebenswandel in aller Öffentlichkeit. Er hatte sie schon eine Weile beobachtet, bevor seine Entscheidung fiel, denn Unschuldige waren nicht seine Sache. Er legte Wert darauf, dass es passte. Denn wenn die Geschichte es nun einmal vorsah, war er ungern derjenige, der sie umschrieb. Langsam fuhr er an die Bushaltestelle heran. Sie stand dort ganz allein. Die Fenster hatte er gleich nach dem Einsteigen heruntergekurbelt. Das angenehm warme Wetter ließ es zu. Direkt vor ihr hielt er an, beugte sich über die Mittelkonsole und rief ihr zu: »Lara, brauchst du einen Shuttle oder wartest du lieber auf den Bus, weil du dich so gern zwischen verschwitzten Menschen drängelst?« »Hey, was für eine nette Überraschung. Zu so einem Angebot sage ich nicht nein«, erwiderte Lara Jüssen, trat an das Auto heran, öffnete ohne Scheu die Beifahrertür und ließ sich in den Sitz fallen. Er hätte nicht gedacht, dass es so dermaßen einfach gehen würde, aber umso besser. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel sagte ihm, dass sein Timing perfekt gewesen war. Laras Bus bog in diesem Moment um die Ecke, von der er selbst gerade gekommen war. Er klopfte sich innerlich auf die Schulter, gab seinem laufenden Motor wieder Gas und fuhr los, während Lara sich noch anschnallt. »Puh«, sagte sie, »bei dieser Hitze ist es wirklich angenehm, nicht im stickigen Bus zu sitzen. Danach bin ich immer reif für eine Dusche. Leider konnte ich meinen Chef aber noch nicht überzeugen, eine bei uns im Büro einzubauen.« »Boah, und du trägst auch noch Handschuhe. Kommst dir dann wohl wie ein Cabrio-Fahrer vor, was?« »Aber schick sind sie, hast halt nur den falschen Wagen dazu.« Sie lachte fröhlich auf, fing dann aber an, ungemütlich und mit gerunzelter Stirn auf ihrem Sitz hin und her zu rutschen. »Sag mal, und wieso hast du bei diesem Wetter so dicke Lammfellüberzüge auf deinen Sitzen?« Er war auf diese Frage vorbereitet. Schnell setzte er ein zerknirschtes Gesicht auf und tat reumütig. »Faulheit. Ist noch aus der frostigen Zeit. Mea culpa.«
Lara ließ ein kurzes, verwundertes "Ach so" vernehmen und blickte dann aus ihrem Seitenfenster. »Weißt du denn eigentlich, wo ich arbeite?« Er nickte nur und fuhr weiter in Richtung des Ödemer Kreisels. Normalerweise versuchte er, so wenig wie möglich mit diesen Menschen zu sprechen. Doch diesmal entschloss er sich doch zu ein paar Worten. Warum auch nicht? Er kannte sie ja, hatte sie für seinen Plan sogar näher kennenlernen müssen. »Du hast es mal erwähnt, im Kirchgellersen, bei Dr. Rabe als Rechtsanwaltsgehilfe, nicht wahr?« »Stimmt. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal erzählt habe. Aber dann ist ja gut. Und du? Wo musst du hin?« Auch auf diese Frage war er vorbereitet. »Ich habe in Reppenstedt zu tun.« Aha, kam es nur von Lara und damit war das Thema durch. »Oh, da fällt mir gerade was ein«, sagte er mit einem Seitenblick auf seine Mitfahrerin. »Im Handschuhfach liegen ein Notizblock und ein Kugelschreiber. Könntest du kurz was für mich notieren?« »Klar, was denn?« erwiderte sie entspannt und holte beides aus dem Handschuhfach. »Leg los!« Nachdem er ihr die vorbereiteten Worte in die Feder diktiert hatte, schwiegen sie wieder beide. Plötzlich wurde die Stille von Beethovens 9. Sinfonie unterbrochen. Die Musik kam aus Laras Tasche, die im Fußraum lag. Auch diese Situation hatte er einkalkuliert, obgleich seine Reaktion darauf für ihn nicht durchgängig planbar gewesen war. Er musste sich auf sein Improvisationstalent verlassen. Glücklicherweise hatte er davon eine ganze Menge. Gänzlich unvorbereitet war er aber natürlich nicht und so wusste er, wie oft Laras Handy klingelte, bis die Mailbox ansprang. Von einer Telefonzelle aus hatte er es ein paar Mal getestet und wusste, er hatte noch etwa 10 Sekunden Zeit. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie Lara nach ihrer Tasche griff und darin herumwühlte. Im Stillen zählte er die Sekunden. Jetzt hatte sie es herausgefischt, um es gleich an ihr Ohr zu halten. Nur 3 Sekunden blieben ihm noch. Er trat fest auf die Bremse, Laras Oberkörper schleuderte hart nach vorn und wurde dann genauso heftig vom Gurt wieder gebremst. Das Handy fiel ihr aus der Hand und rutschte zwischen Mittelkonsole und Sitz. Geschafft. Improvisation geglückt. »Mann, was soll denn das? Warum bremst du wie ein Irrer?« fuhr Lara ihn an. Er schluckte den aufsteigenden Zorn konzentriert hinunter. Derartige Beschimpfungen hatte er in seinem Leben zu oft ertragen müssen. Irrer, Wahnsinniger, Idiot. Nie wieder wollte er das hören, doch die Situation erforderte seine Vernunft. Also sagte er nichts, sondern zuckte nur entschuldigend mit den Schultern. »War da irgendwas?« fragte sie ihn schon etwas weniger wütend. Natürlich gab er auch darauf keine Antwort. Genervt hob Lara eine ihrer etwas zu schmal gezupften Augenbrauen und fischte nach dem Handy. Ein dreimaliges Piepen ertönte dumpf, das Zeichen, dass jemand eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen hatte. Dann nichts mehr. Nur noch das Motorengeräusch und Schweigen. Als sie das Handy endlich erwischt hatte, schaute sie drauf und sagte mehr zu sich selbst, war nur mein Mann. Sie rief nicht zurück, was mit Sicherheit auch besser für sie war. So dachte er und lächelte stumm in sich hinein. Inzwischen waren sie am Parkplatz zum Heiligenthaler Forst angekommen. Er bog ein und hielt den Wagen an. 2 weitere Autos parkten ebenfalls hier. Ein blauer Audi und ein anthrazitfarbener Range Rover. Er kannte diese Autos. Sie standen jeden Tag um diese Uhrzeit hier. Ihre Besitzer waren Jogger, die in etwa 30 Minuten wieder auf dem Parkplatz einlaufen würden. Zeit genug für sein Vorhaben. »Warum parkst du hier?« kam nun die nächste Frage, auf die er bereits gewartet hatte. Wie er das hasste, immer diese Fragerei. Da war Lara nicht anders als andere. »Ich war hier gestern joggen und habe mein Handy verloren. Als ich es zu Hause bemerkt habe, war es schon dunkel. Da hätte ich mich totsuchen können. Ich brauche nur 2 Minuten und wenn du mir hilfst, vielleicht sogar nur eine. Es muss hier irgendwo vorn am Weg liegen. Das weiß ich genau, denn kurz davor habe ich noch telefoniert«, erwiderte er bewusst freundlich und fast ein wenig schmeichlerisch. Lara schaute auf ihre Uhr. »Okay, ich lieg ja da dank dir ganz gut in der Zeit. Aber meinst du im Ernst, das ist da noch? Ich meine, so einsam ist es hier ja nicht.« »Du solltest an das Gute im Menschen glauben, Lara«, meinte er nur und konnte sich dabei ein Grinsen kaum verkneifen. Dann griff er erst nach dem Notizblock, der durch seine Bremsaktion in Laras Fußraum gelandet war, und anschließend hinter den Sitz nach seiner Tasche. Er öffnete die Wagentür, stieg aus, ging ums Auto herum und hielt Lara die Tür auf. Während sie zögernd ausstieg, strich sie ihren geblümten Rock glatt und zog ihn sich über die Knie. Er merkte, dass ihr die Situation merkwürdig vorkam und setzte sicherheitshalber sein einstudiertes, gewinnendes Lächeln auf. »Nimm lieber deine Handtasche mit, du hast schon recht, man weiß ja tatsächlich nie. Allerdings gehen wir nicht weit, es muss wirklich da gleich irgendwo liegen.
sagte er, machte eine vage Handbewegung zum Eingang des dichten Waldes und spazierte langsam in die gezeigte Richtung voran, ohne sich noch einmal umzublicken. Er hörte die Autotür zuklappen. Kurz darauf hatte sie ihn eingeholt. »Wo muss ich gucken?«, fragte sie, als sie mit wenigen weiteren Schritten den Pfad in den Wald hinein erreicht hatten. »Irgendwo zwischen der Biegung da hinten und hier«, erklärte er. Sie nickte und schaute konzentriert auf den Boden, während sie rechts neben ihm herlief. Kurz bevor die Wegbiegung kam, tippte er sie an und zeigte auf einen kleinen Graben auf Laras Seite. Zuvor hatte er sich mit einem Blick nach hinten versichert, dass sie nach wie vor allein an dieser Stelle im Wald waren. »Guck mal, ich glaube, da liegt was. Das könnte es sein.« Wie erwartet, sie waren ja alle so berechenbar, trat Lara an den Graben heran, um nachzusehen. »Tatsache, Mann, was für ein Glück!« rief sie aus und bückte sich, um das Handy, das er gestern Nacht dort platziert hatte, aufzuheben. Genau in diesem Moment schlug er zu. Er hörte mit Genugtuung den dumpfen Ton des Schlages, als seine rechte Handseite ihren Nacken traf, bevor sie kopfüber zu Boden ging. Sie stöhnte und versuchte, sich aufzurichten, doch da hatte er schon einen Satz über den Graben gemacht, sie an den Schultern gepackt und ins Dickicht gezogen. Lara bäumte sich mit aller verbliebener Kraft auf, strampelte mit den Füßen und schaute ihn aus ihren blauen Augen ungläubig an. Noch hatte ihr Verstand nicht eins und eins zusammengezählt, doch es würde nicht mehr lange dauern. Er drückte sie unsanft an den Boden und trat ihr mit seinen eigens für diesen Zweck gewählten schweren Wanderschuhen ins Zwerchfell. Wieder stöhnte sie auf und japste nach Luft. Zum Schreien war sie dadurch momentan nicht in der Lage. Ein weiterer Punkt, den er vorausgeplant hatte. Alles lief wie am Schnürchen. Schnell öffnete er seine Tasche und holte den neuen Seidenschal heraus. Er beugte sich über die Frau und schlang ihn ihr um den Hals. Lara öffnete ihren Mund zum Schrei, doch er war schneller und stopfte ihr vom Boden aufgeklaubte Erde in den Mund. Sie würgte und es sammelte sich Speichel mit Waldboden, Tannennadeln und Gras um ihre geschminkten Lippen. Ihre Nase schleimte und ihre Beine zappelten, ohne ein Ziel zu treffen, während er auf ihrer Brust kniete und den Schal immer fester zog. Noch immer blickten ihre Augen ihn fragend an und ungläubig. Doch nun quollen sie langsam aus ihren Höhlen heraus, ebenso wie die dicken blauen Adern an ihren Schläfen. Er registrierte, wie Laras Beine hinter seinem Rücken ruhiger wurden, sich schwächer bewegten. Kurz darauf waren sie völlig still und er fühlte nur noch Schlaffheit unter sich. Bevor er sich fast schon bedächtig erhob, füllte er ihre Nasenlöcher und ihren Mund noch einmal mit Waldboden. Er schaute auf die Uhr, machte sich darauf, Behende an seiner Tasche zu schaffen und holte eine aufgezogene Spritze hervor. Jetzt war Eile geboten, wollte er noch vor den Joggern an seinem Wagen sein und klar Schiff machen. Mit der präparierten Spritze trat er wieder an sein Opfer heran, schob ihm den Rock hoch und den schwarzen Spitzentanga herunter. Dann entleerte er den gesamten Inhalt der Spritze auf Laras rasierter Scham. Ihn ekelte es beim Anblick der milchig-weißigen, sämig Befruchtungsflüssigkeit, die so lebendig war wie die daliegende Frau tot. Sachte suchte sich das Sperma seinen Weg zwischen den eben noch zappelnden Beinen hindurch. Beine wie die einer ständig läufigen Hündin, denn genau so hatte sich sein Opfer zu Lebzeiten benommen. Er musste würgen, doch das hielt ihn nicht auf. Aus seiner linken Hosentasche nahm er den Notizblock. Er riss die von Lara beschriebene Seite ab, faltete den Zettel zusammen und klemmte ihn mit vorsichtigen, behandschuhten Fingern unter ihren Rockbund. Gleich darauf stand er auf, raffte bis auf den Seidenschal seine wenigen Utensilien zusammen, bedachte die Tote mit einem verächtlichen Blick und zog eine kleine Kamera aus seiner rechten Hosentasche. Als er sein Werk ausreichend fotografiert hatte, machte er sich schnellen Schrittes auf den Rückweg zu seinem Auto. Sowohl der Audi als auch der Rover standen nach wie vor auf dem Parkplatz. Von ihren Besitzern war noch nichts zu sehen. Kein weiteres Auto war dazugekommen. Sowas nannte er Glück, denn alles konnte selbst er nicht beeinflussen oder vorbereiten. Ähnlich wie die Sache mit dem Handy oder dem Anruf. Das war ihm immer bewusst. Umso minutiöser plante er das, was nicht vom Zufall abhing. Er öffnete seinen Kofferraum, verstaute die Tasche auf einem dort bereitgelegten Lammfell, holte einen Akkuschrauber und seine Nummernschilder hervor und machte sich beflügelt an die letzte Arbeit zu diesem Fall. Geübt löste er die bisherigen Nummernschilder von seinem Auto und schraubte stattdessen die richtigen an. Danach stieg er in den Wagen ein, summte die Anfangsklänge von Beethovens 9., ließ diese dann übergehen in »We are the Champions« und fuhr die wenigen Kilometer zurück nach Lüneburg.
Also wir würden jetzt eine kleine Pause machen. Ja.